Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout. Es geht wieder mit dem Kampf weiter. Mal gucken, wie er diesmal läuft. Was machen wir denn hier so an Einzelschaden? Das sind ja wir. Das sind alles unsere Kumpels. Ich glaube, der kommt nachher runtergerannt, der Herr Kane. Obwohl, komm, Dauerfeuer. Bam. Frisst das. 17 Trefferpunkte ist jetzt nicht sonderlich viel, aber vielleicht bringt es ja was. Wir hätten uns vielleicht vorher mal heilen sollen. Fällt mir leider jetzt gerade ein wenig zu spät auf. Vielleicht reicht es aber ja trotzdem. Das hat gesessen. So, dann macht ihr mal alle eure Züge. Doch, wir kriegen zu viel Schaden. Viel zu viel. Dein Leben. Wieso macht er mich hier auch kritisch Platz? Sag mal, das kann doch nicht sein. Dann halt erstmal ein Stimpack für den Anfang. So. Dürft ihr jetzt mal alle rumrennen. Greifen wir erst in der nächsten Runde an. Nee, Ich glaube, wir sollten Kane doch zuerst weghauen. Die Runde läuft deutlich schlechter als die andere. Muss ich ja wirklich mal sagen. Danke, schön. Ja, greift doch noch fünfmal an, ey, Mann. Ach Mann. Das können wir halt schon wieder knicken. Ja. Gut. Wir kriegen wieder zu viel Schaden hier. Das ist alles so problematisch. Wieso dürfen wir diesmal überhaupt nicht angreifen, sag mal. Das war gut. Ja genau, es greift doch noch alle fünfmal an und... Die Dunkelheit des Lebens nach. Ich bin echt kein Freund von rundenbasierten Spielen. Aber von rundenbasierten Kampfsystemen. Ehrlich gesagt, ist ja Decker gar nicht mal so das Problem. Hauen wir hier mal drauf. Macht halt kaum Schaden. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wer diese Runde überleben überhaupt. Weil jetzt halt erstmal alle hier rumrennen können, alle auf uns draufballern können. Bevor unsere Leute dran sind. Obwohl unsere Leute sind ja dran, aber die machen halt nicht genug Schaden. Ja gut, das... Tja, ich befürchte, das ist doch noch ein bisschen früh. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde mich einfach mal hochheilen. Dann haben wir zumindest schon mal eine Runde länger durchgehalten. Und das ist halt hier alles zufallbasiert. Und das ist halt auch so ein bisschen eine Sache, wo ich sagen muss, es kann gut laufen, es kann scheiße laufen. Du steckst halt absolut nicht drin.
Nicht. Gut, also so können wir dann nichts reißen. Ich versuch's mal, indem wir einfach den alten Spielstand nochmal laden. Uns heilen, beziehungsweise so lange warten, bis wir geheilt sind. Und dann gucken wir, ob wir es vielleicht besser hinkriegen. Es wäre halt auch schön, wenn wir mehr als einmal angreifen könnten pro Runde, aber das ist halt auch nicht so der Fall. Und ich habe keine Ahnung, ob sich das überhaupt mal noch irgendwann ändern wird in dem Spiel. Oder ob wir halt einfach wirklich so wenig Aktionspunkte haben, dass da nichts zu machen ist. So. Es bringt ja auch nichts, was anderes zu nehmen. Na komm. Verbrechen, ja, Jane. Jawohl. Go. Vielleicht. Gehe ich einfach schon mal hier runter. So, wie gesagt, jetzt bin ich mal gespannt. Überleben wir die Runde überhaupt? Haben wir überhaupt eine Chance jetzt? Sieht schlecht aus. Vor allem, wie gesagt, die können jetzt halt zweimal miteinander angreifen, die Jungs hier. Und da haben wir halt dann so ein bisschen Problemchen. Du machst zu viel Schaden mit deinen Nahkampfangriffen, Kollege. Und du kannst viel zu oft angreifen. Ja gut, selbst wenn ich jetzt einen Stimpack nehme, bringt sich, weil die machen halt mehr als 20 Schaden pro Runde. Das heißt, ich glaube, wir sind echt noch nicht bereit dafür. Können wir Kane vielleicht mal weghauen von hier? Nein. Ja gut, dann war es das jetzt. Alles klar. Gut. Werden wir auf später verschieben, denke ich mal. Wieso greifst du jetzt an? Ja. Deine ist in Ordnung. Alles klar. Also wir haben hier noch keine Chance, wie mir scheint. Lassen wir es halt. Gut. Andererseits. Moment mal. Naturbursche, bla 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 bla. Ja, das Problem ist, wir können es auch nicht hoch. Also wir könnten es halt eine bessere Rüstung holen. Was wir vielleicht auch tun sollten. Wir rüsten uns erstmal aus. Weil, wie gesagt, Schleichen benutze ich ja eh so gut wie nicht. Und wenn wir dann wirklich mal eine Schleichmission haben, kann ich ja die Rüstung rausziehen und keine Ahnung was. Dann will ich jetzt lieber geschützt sein und halt mal ein bisschen was einstecken. Weil so wirklich viel einstecken tun wir hier nicht. So, dann werden wir unsere sauer verdienten Sachen holen und ausgeben. Wo haben wir die dicke Rüstung? Da, dankeschön. Ich habe jetzt die Belohnung wieder nicht abgeholt. So. Gut, dass ich das jetzt noch gemerkt habe. Da wäre uns halt wieder eine ganze Menge Kohle durch die Lappen gegangen. So, ladida. Gut, speichern wir das Ganze. Ich
kann ja mal gucken, wie es mit der besseren Rüstung oder ob es mit der besseren Rüstung auch wirklich besser läuft. Mal schauen, mal schauen. So, ab hier rüber. Dann kaufen wir nochmal in Ruhe ein oder überhaupt mal in Ruhe ein. Ich glaube, Desert Eagle verkaufe ich. Ebenso wie, also wie gesagt, ich glaube, ich hau auch das Scharfschützengewehr raus, weil wir haben bisher nicht wirklich eine Situation gehabt, wo wir von Weitem irgendwo hinballern mussten. Oder wo wir große Reichweiten hatten. Ich glaube, mit der Shotgun sind wir deutlich besser bedient. Das heißt, du darfst da mal hin, du darfst da mal hin. Und die entsprechende Muni kann eigentlich auch weg. Brauchen wir ja nicht. So, dann. Bitte Rüstung. Zack. Okay, wir können auch ein. Komm, das Dynamit verkaufe ich auch mal. Da können wir auch eins von verkaufen. So. Gut, dann müssen wir jetzt noch wie viel drauflegen? 5.500 ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nochmal 514. Okay, wieder 0 und 8 verwechselt. Nehmen wir nochmal 80 zurück. So. Passt, passt. Danke. Da fällt mir ein, vielleicht sollten wir auch noch eine Runde Dings mitnehmen. Patronen. Nehmen wir mal 60. Oder halt so viel. Wie viel sind das? 1800. Komm, das kann auch weg. Haben wir sonst noch überflüssige Munition hier? So. Dann kriegen wir von dir noch 250. Danke. Da haben wir auch, glaube ich, deutlich mehr Traglast. Dann können wir unsere Rüstung auch nochmal austauschen gerade. Zack. Jupp, das hat sich gelohnt. Immerhin, aber es war ja auch sauteuer, das Ding. Können wir die alte noch verkaufen? So. Nehmen wir noch ein paar Stimpaks mit, weil wir jetzt wieder einige verbraucht. Und den Rest dann an Geld. Das dürften dann 103 noch sein, die fehlen.
Quatsch. 203. Boah, ich bin echt durch, merke ich gerade. Selbst das Kopfrechnen klappt nicht mehr. Gut. So, neu ausgerüstet. Mal schauen, wie das dann läuft. Bin tatsächlich mal interessiert. Ja, Fargo Traders. Okay. Wo waren die Cops noch mal? Sagt immer, wenn ich von hier oben rumgelaufen komme, da war das wohl. Wer bist du eigentlich? Keine Ahnung. Hier haben wir es. Na gut. Ich speichere noch mal. Und dann schauen wir mal, wie das dann läuft. So, Justin. Verbrechen. Da, 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 da. Go. So, wie viel Schaden macht ihr mir denn jetzt? Da schon mal nicht. Dann. Ich gehe mal auf dich. Am Anfang. So, lassen wir es mal uns überraschen. Aber das ballen die auch gar nicht auf uns. Na, das ist doch mal hier. Das macht doch deutlich was aus. Sehr schön. Und wir haben schon wieder nicht geschlafen, weil wir gerastet. Au. Du hast mich kritisch geholt, oder? Ja. Verdammtes Dein Luder. Leben endet im Na gut, dann werden wir noch mal jetzt vorher rasten. So. Und dann sollte das doch gehen. Ich glaube, wir haben jetzt, weiß nicht, ist das jetzt schon die dickste Rüstung, die wir im Spiel kriegen können? Ich habe keine Ahnung. Ah ne, wahrscheinlich kriegen wir noch irgendwann so ein Power-Ding. Da, 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 da. Irgendeine Power-Rüstung oder sowas. Ach, guck mal, du kommst jetzt hier vorbei geschlichen. Na dann, das ist mir tatsächlich sogar sehr lieb. Will ich das? Ne, ich will es nicht überspeichern. Ich möchte ihm einfach mal einen reinbrezeln und zwar bis zum geht nicht mehr. Okay, sieh meine an, das hat doch gesessen. Gut, das könnten wir eigentlich jetzt schon mal speichern. Ich gehe einfach mal da unten drauf. So. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten hier zu speichern. Ich hätte auch eins von oben nehmen können. So, dann zeigt mal, was ihr drauf habt, Jungs. Au. Decker ist tot, sehr schön. Obwohl er ja nicht jetzt so viel Schaden gemacht hat. Aber die Runde läuft auch schon deutlich besser. Ja, das macht deutlich weniger Schaden als vorher. Er hat zwar immer noch seine 5 Millionen Angriffe hier oder trifft halt kritisch und haut mich halt platt. Aber können wir noch angreifen? Ich glaube, ich kann noch einmal normal angreifen. Wie es mir scheint. Ich sehe es aber kommen, dass wir das da auch nicht überleben, oder? Also Kane macht halt sau viel Schaden mit seinen Angriffen. Dein Leben. Das ist doch echt ein Witz, ehrlich gesagt. Das ist echt ein Witz. Was soll ich noch machen? Ich habe die dickste Rüstung.
Wahrscheinlich mit Stufe 20 oder so. Ich habe echt das Gefühl, wir sollten noch nicht diesen Kampf führen. Kane und die Dame hier, die machen am meisten Probleme. Also die machen halt am meisten Schaden. Gut, also Decker geht dann halt down in der Runde, das ist ja nicht verkehrt. Jetzt dürfen die halt alle nochmal. Und wie gesagt, bei ihm ist halt einfach, dass der halt fünfmal angreifen kann. Das ist halt das Problem. So, an sich macht es ja nicht viel Schaden. Das sieht, glaube ich, echt besser aus gerade. Dann beenden wir einfach mal die Folge. Ich versuche es nochmal und wenn es halt nichts wird, dann machen wir irgendwas anderes und kommen hier später nochmal wieder. So, es ist mein letzter Versuch. Werden wir in der nächsten Folge nochmal weitermachen und ich hoffe, es funktioniert endlich mal. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.